Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, ja, so wie schon vorhin der Kollege Würdisch, darf auch ich hier heute unseren finanzpolitischen Sprecher Thilo Gundlach vertreten, der gerade für uns alle in europäischer Mission, diesmal allerdings in Straßburg, unterwegs ist. Hinterher ist man immer schlauer, wie der dänische Philosoph Søren Kierkegaard feststellte, kann man das Leben nur rückwärts verstehen, aber leben müssen wir es vorwärts. Schade, nicht wahr? Ja, sehr schade, aber so ist das Leben. Und die Betrachtung von Maßnahmen oder Entscheidungen im Nachgang ist immer einfacher zu sehen und die ganz Schlauen unter uns wissen sowieso alles besser. Meine Damen und Herren, wir schließen uns auch dem Dank an, der hier eben schon mehrfach vorgetragen wurde, den Dank an den Landesrechnungshof für den Sonderbericht zum MV-Schutzfonds. Diesen Dank muss ich allerdings im Auftrag des Kollegen Gundlach mit einer kritischen Äußerung verbinden, denn einige Feststellungen gehen wirklich am Ziel vorbei und stimmen einen nachdenklich. Man darf nicht verkennen, es ist die Sicht des Landesrechnungshofes, nicht mehr und nicht weniger. Der Sonderbericht beinhaltet sehr viele richtige Anmerkungen und Einschätzungen. Allerdings geht er auch in den Bereich, teilweise in den Bereich politischer Anmerkungen. Dies sollte nicht vorkommen, denn politische Bewertungen stehen dem Landesrechnungshof nicht zu. Das kommt vor, manchmal mehr als gewünscht. Dies führte und führt zu teils heftigen Auseinandersetzungen in den Ausschüssen, insbesondere im Finanzausschuss, aber auch hier im Plenum. Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie stellte gerade in den Jahren 2020 bis 2022 eine weltweit historische Herausforderung dar. Das haben ja auch schon viele Vorrednerinnen und Vorredner ausführlich gewürdigt. Das möchte ich auch noch mal in dieser Debatte hervorheben, weil das ist ganz wichtig. Wir waren alle dabei, einige im Parlament, viele haben es aber auch außerhalb durchaus aufmerksam beobachtet. Mit der Errichtung des Sondervermögens im Jahr 2020 konnte das Land Mecklenburg-Vorpommern nicht nur die wirtschaftlichen Härten infolge der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen abfedern, sondern auch das Gesundheitssystem, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Der MV-Schutzfonds war und ist richtig gewesen. Er hat schnelle Hilfen gegeben, wird die Nachwirkungen bekämpfen und helfen, eine bessere Struktur aufzubauen, um vor weiteren pandemiebedingten Situationen zu schützen. Denn Corona ist nicht verschwunden, nicht einfach so verschwunden. Und ich erinnere nur, das wurde ja immer wieder hier auch in verschiedenen Debatten betont, ich erinnere nur an Long-Covid- und Post-Covid-Patientinnen und Patienten. Und richtig ist auch zu überlegen, ob all die finanziellen Mittel weiterhin benötigt werden. Dies, meine Damen und Herren, ist aber keine neue Überlegung. Diese Überlegung gab es von Beginn an und sich jetzt hinzustellen und einfach so zu tun, als wenn die komplett neu wäre, als wenn sie sogar aus der Opposition kommt, das ist falsch. Zudem haben wir eben auch das den Äußerungen des Finanzministers entnommen, dass rund eine halbe Milliarde Euro für die Schuldentilgung einzusetzen sein wird. Meine Damen und Herren, mit Vorlage der einzelnen Nachtragshaushalte war den finanzpolitischen Sprechern der damaligen SPD-CDU-Koalition klar, dass es schnelle Hilfe geben muss, dass die konkrete Hilfe insgesamt nicht bis auf den letzten Cent genau beziffert werden kann und dass es gegebenenfalls auch zu Rückführungen der Mittel kommen wird, wenn die Pandemie zurückgeht und wenn die Mittelbewirtschaftung es zulässt. Beide finanzpolitischen Sprecher hatten weder die Glaskugel noch den Stein der Weisen zur Hand. Sie wussten aber, es bedarf einer schnellen und einer effektiven Hilfe und dass es auch zu Rückzahlungen, dass es diese schnelle und effektive Hilfe braucht, um die Bedrohung abzuwenden. Nunmehr sind wir an einem Punkt, wo man möglicherweise Beträge beziffern kann, schon genauer beziffern kann auf jeden Fall und es zur Rückzahlung kommt. Hierzu kommt der Finanzausschuss in der vorliegenden Beschlussempfehlung der Landesregierung, dass sie der Landesregierung einen Auftrag erteilt,
dem auch das Plenum folgen sollte. Und damit wäre eine sachgerechte und geordnete Abwicklung des Sondervermögens gewährleistet. Gleichzeitig wäre allerdings auch sichergestellt, und das möchte ich noch mal besonders hervorheben, dass viele pandemiebedingte Ausgaben, die erst noch anfallen, die geplant sind, dass diese auch getätigt werden können. Zum Beispiel Investitionen in der Krankenversorgung, Gesundheitszentren, Lohnfortzahlung entsprechend des Infektionsschutzgesetzes und auch Beschleunigung der Digitalisierung. Der Finanzminister ist in seiner Rede ja bereits darauf eingegangen und hat den Weg skizziert. Dies findet die Unterstützung der SPD-Landtagsfraktion und insoweit ist auch der Antrag der FDP hier auf der Drucksache 8/1936 überflüssig. Nun bin ich am Ende der mir hier vorgelegten Rede. Ich mag aber natürlich trotzdem, ich bin selbst nun auch Obmann im Finanzausschuss und mit den Diskussionen zumindest in dieser Legislatur betraut, mag ich gerne auch noch darauf reagieren, was jetzt hier passiert ist in der durchaus sachlichen Debatte. Das möchte ich würdigen und ich möchte auch reagieren. Herr Domke, Sie haben in Ihrer Einbringung sicherlich durchaus auch zu Recht gefragt, warum die Kreditermächtigungen dann vollständig gezogen wurden. Ich kann hier natürlich sozusagen politisch, aber durchaus auch, denke ich, aus wissenschaftlicher Sicht, habe mich ja im Studium auch viele Jahre mit Finanzwissenschaften und öffentlichen Finanzen beschäftigt, auf jeden Fall ausführen, dass es vielleicht rechtlich sogar geboten war. Aber ich denke, in jedem Fall kreditpolitisch sinnvoll, diese Ermächtigungen zu ziehen, dieses Geld auch zu den im damaligen Zinsumfeld günstigen Konditionen vorzuhalten, weil in der Situation, in der wir jetzt sind, in der wir ins letzte Jahr gekommen sind, dass die Inflation anzieht, das war ja nach der Corona-Pandemie mit den ersten Nachholeffekten durchaus absehbar. Und wie gesagt, daher möchte ich noch mal betonen, dass das kreditpolitisch sinnvoll ist. Sinnvoll ist auch im Sinne eines handlungsfähigen Staates, der vorsorgen sollte, anstatt das Nachsehen zu haben. Und in diesem Sinne möchte ich auch noch mal ganz hart widersprechen, was die AfD hier angeführt hat. Es wurde Geld in die Hand genommen für notwendig gewordene Investitionen, für Kriseneindämmung. Und das hat ganz klar auch die Zukunftschancen der Leute gesichert. Dass hier einfach etwas auf dem Rücken der Zukunft getan wurde, das finde ich, ist ein völlig schräges Verständnis von Finanzpolitik. Und es offenbart noch etwas anderes, liebe AfD-Fraktion. Es zeigt, dass Sie schlicht und ergreifend kein Interesse an einem umfassend handlungsfähigen Staat haben. Stattdessen kokettieren Sie hier mit libertären Ideen. Das kennen wir von ihm und das bringen Sie hier auch in dieser Debatte zum Ausdruck und grenzen sich hier gegenüber der Sachlichkeit ansonsten ab. Ansonsten werbe ich für die Zustimmung hier zur Beschlussempfehlung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Zu Ihrem Redebeitrag liegt mir noch eine kurze Intervention von Herrn Schmidt vor. Bitte, Herr Schmidt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Winter, also Sie attestieren mir hier ein schräges Verständnis von finanzpolitischem Horizont. Also Ihnen ist doch wohl hoffentlich klar, und Sie betonen das ja immer wieder, dass Sie irgendwie Ökonomie studiert haben, dass wenn man Schulden aufnimmt, natürlich in der Zukunft weniger zur Verfügung hat. Und das ist doch völlig klar, darüber haben doch hier alle geredet und Ihre eigene Fraktion, Sie selbst, bringen ja diesen Antrag ein, dass vorzeitig getilgt wird. Ja, warum macht man das denn? Um eben in der Zukunft dann mehr Spielraum zu haben und nicht in so ein enges Korsett geschnürt zu werden. Das muss Ihnen doch hoffentlich klar sein. Und wenn Sie uns hier ferner auch attestieren, dass wir irgendwie den Staat schwächen wollen, nichts ist falscher. Wir wollen ja eben die Handlungsfähigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung wiederhergestellt wissen. Es sind ja Ihre Grafiken, die Sie auf Ihren eigenen Landesregierungsseiten hochladen, die eben zeigen, dass wir in einigen Jahren enorme Defizite haben werden. Und dann können wir eben keinen Sozialstaat mehr vollständig durchfinanzieren. Das wissen Sie doch auch. Darüber haben wir doch auch im Finanzausschuss gesprochen. Und auch wir haben von Anfang an konstruktiv bei den ersten 700 Millionen mitgemacht, wo es eben darum ging, Beatmungsgeräte zu kaufen, Medikamente, pharmazeutische Erzeugnisse und so weiter. Das stand doch völlig außer Frage. Aber wenn es darum geht, die Universitätsmedizin Rostock zu finanzieren, da haben wir es ja auch gehört. Wir waren ja mit dem Finanzausschuss dort. 800 Millionen Euro werden dort gebraucht. Und da brauchen Sie uns doch nichts vom Pferd zu erzählen.
dass das alles was mit Corona zu tun hatte. Sie wollten einfach Geld aus der Verschuldung doch irgendwie da reinschieben, um diese Investition zu tätigen. Das ist auch moralisch vielleicht völlig in Ordnung. Wir gehen damit d'accord. Aber es war halt haushaltstechnisch und verfassungsmäßig falsch. Und das sollten Sie bitte endlich anerkennen. Herr Winter, möchten Sie erwidern? Ja, sehr gerne. Ich führe das vielleicht gerne nochmal aus. Also es ging jetzt nicht darum, Ihnen ein schräges Verständnis irgendwo zu unterstellen. Zunächst einmal, vielleicht fange ich mit dem zweiten Anwurf gleich an. Ich habe nicht gesagt, dass Sie den Staat bewusst schwächen sollen. Ich habe einfach nur gesagt, dass Sie ein anderes Verständnis durchaus davon haben, wie Politik auch mit staatlichen Instrumenten aktiv gestalten kann. Wie mit solchen auch fiskalischen Elementen dann Gesellschaftspolitik umzusetzen ist. Das habe ich erwähnt und ich denke, das ist ja auch klar und wird hier jedem, der aufmerksam zuhört und zusieht, auch klar, dass es da immer wieder sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, wenn Sie auch hier in verschiedenen Anträgen in den letzten Wochen und Monaten vorgebracht haben, wie Sie die Steuern senken wollen, völlig über Gebühr und dadurch die staatliche Handlungsfähigkeit mitten in der Energiekrise zum Beispiel im letzten Jahr einschränken wollen. Ich finde, das ist das offenbart Sie einfach selbst und da müssen Sie jetzt auch keine anderen Ausflüchte finden. Und zum anderen ist es so, dass diese finanziellen Mittel, die dort in die Hand genommen wurden, natürlich ganz klar auch gebraucht wurden, um eben die wirtschaftlichen Härten abzufedern. Das wurde doch eindeutig klar gesagt. Und es wurde hier nicht linke Tasche, rechte Tasche, einfach Konsumausgaben finanziert. Es wurden Investitionen getätigt, um eben die Zukunftschancen, damit Prosperität und die Grundlage für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Land und die Wirtschaft, wo ja die Werte geschöpft werden, um die Basis, die Lebensgrundlage dafür weiter zu erhalten und mittelfristig zu gewährleisten. Das ist der Kern der Idee des Schutzfonds gewesen und nicht darum, dass hier irgendwelche Verschuldungen gemacht werden, um hier politische Geschenke zu finanzieren, sondern es ging um die Existenz vieler Menschen und der Wirtschaftsgrundlage dieses Landes. Danke. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das Wort hat jetzt noch einmal für die Fraktion der FDP der Fraktionsvorsitzende Herr Domke.